Ich wurde getaggt. Creepy Face Alarm. Genau, ich wurde getaggt und bei dem Tag geht es um die 10 meistgeschauten Filme bisher. Und wisst ihr was? Ich habe ganz vergessen, sie runterzuholen, deswegen hole ich die ersten. Und da sind sie auch schon. Das sind jetzt nicht nur alles die 10 Filme, die ich bis jetzt am meisten geschaut habe, sondern ich habe mich beschlossen, okay, mache ich noch ein paar zusätzliche, die ich auch oft gesehen habe. Das wären zum Beispiel Running Scared, super geiler Thriller, also finde ich richtig geil den Film und ich freue mich auf den neuen. Gangster Chronicles oder Pawn Shop Chronicles heißt der auch im Original. Transformers 1, ich war sehr lange skeptisch, bis ich dann mal Transformers gesehen habe und den ersten finde ich richtig gut, also gefällt mir richtig gut. Finde ich ziemlich geil den Film immer noch. Sucker Punch, ich weiß, hassen viele, ich finde Sucker Punch klasse. Super Visuals, gute Story, finde ich. Und der genialste Soundtrack, den ich je gehört habe. Only God Forgives. Leute, die den Film mögen, werden verstehen, wieso ich den sehr oft schaue. Ich bin jetzt komplett hinter den Film gestiegen, das kann ich sagen. Aber man entdeckt trotzdem immer noch was Neues. Und G.I. Joe, Geheimauftrag Cobra. Mögen auch nicht viele. Finde ich es wie Transformers richtig geiler, spaßiger Action-Schlock. Und ich merke gerade, ich habe die Hälfte doch vergessen. Ich bin gleich wieder da. So, jetzt aber. Fangen wir mit dem auch gleich an. Da ich finde, dass das sowieso Quatsch ist, dass man sowas nicht ordnen kann, weil ich mir nicht mitschreibe, wie oft ich welchen Film sehe, was man eigentlich mal machen könnte. Und dann eine Bilanz draus ziehen, das ist ja interessant. Ja, whatever. Fangen wir mit dem ersten an, den ich gerade geholt habe. Superbad. Superbad ist super geil. Ist ein super witziger Film und bei dem hat sich das bei uns irgendwie zu einem Klassenkult entwickelt mittlerweile, der Film. Und fast jedes Mal, wenn wir mehrere Leute sind, schauen wir uns den Film an, weil der super witzig ist. Und vielleicht sagen jetzt Leute zu mir, da macht doch mal eine Kritik drüber. Ich weiß nicht, was ich da so sagen soll zu dem Film, außer der ist super witzig. Wisst ihr, was? Also, ja, Superbad. Dann Shaun of the Dead. Ich liebe Shaun of the Dead. Zudem könnte ich schon eher eine Kritik machen. Also Shaun of the Dead ist klasse. Ich liebe diese ganzen Filme mit Simon Pegg und Nick Frost, Hot Fuzz, World's End, Paul. Ja, das war's, glaube ich. Ja, und Shaun of the Dead halt super gut. Und ich habe den mal im Fernsehen gesehen, glaube ich, und seitdem richtig oft gesehen. Also ich finde ihn richtig doll. Dann musste kommen Star Wars. Natürlich nicht nur Episode 4. Das Ding ist, ich habe nur Episode 4 und 3. Leider, weil Star Wars ist out of print und ich habe keinen Blu-ray-Player und auf DVD, wisst ihr, sind die schwer zu kriegen. Aber Star Wars habe ich schon als Kind. Ich habe als Kind fast jeden Scheißtag Star Wars geschaut. Also, das wäre echt krass. Und nicht nur die Originaltrilogie, auch die Prequels. Natürlich, die Originaltrilogie ist nahezu perfekt, finde ich, was die Prequels eindeutig nicht sind. Also muss ich nicht mehr viel zu sagen, glaube ich. Dann, dazu muss ich wahrscheinlich auch nicht viel zu sagen. Der Herr der Ringe. Ich hatte meine Star Wars Phase, ich hatte meine Herr der Ringe Phase, ich hatte meine Harry Potter Phase, ich hatte meine Godzilla Phase, ich hatte meine Jurassic Park Phase. Das war's. Jetzt habe ich gerade auch so eine Phase, aber da kommen wir gleich zu. Und die Herr der Ringe Filme, ey, ganz ehrlich, ne, die sind super. Und wenn man mit den Filmen aufwächst, sind sie noch super. Herr der Ringe muss man definitiv gesehen haben, ob sie einem gefallen oder nicht. Aber das ist genau das gleiche wie bei Star Wars. Ich habe fast jeden Tag Herr der Ringe geguckt, weil das so geil ist, einfach nur. Nächster, Fluch der Karibik, auch Fantasy wieder. Der erste Fluch der Karibik war lange Zeit der einzige, auch den ich hatte und fand, ey, der ist immer noch genial, ne? Ne? Seid ehrlich. Habe ich eigentlich auch vor, eine Kritik mal drüber zu machen, über alle 4 Fluch der Karibik-Filme. Ja, der erste, was muss man da noch zu sagen? Jeder kennt ihn, jeder liebt ihn und deswegen, die anderen habe ich auch, bis auf den vierten. Aber nur den ersten habe ich richtig, richtig oft gesehen. Ah ja, die Phase hatte ich auch. Spider-Man. In this web, any size, catches thieves, just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Ich höre ja schon auf zu singen. Ich werde schon langsam bekloppt, ich habe eben schon ein Video aufgenommen, tut mir leid. Ja, also Spider-Man 1 bis 3, ich finde alle von den dreien super. Nicht nur 1 und 2, sondern auch den dritten.
habe ich eigentlich auch schon Kritiken drüber gemacht über alle drei und selbst Spider-Man 3, den viele als den schlechtesten ansehen, finde ich immer noch besser als bis jetzt den besten von The Amazing Spider-Man. Also, ich weiß nicht, was das heißt, aber Spider-Man habe ich auch übel oft geguckt. Dann, X-Men 2. Und jetzt sage ich speziell nur X-Men 2, weil das, ich bin gerade so am Überlegen, das war, ich glaube, der zweite Superheldenfilm, den ich jemals gesehen habe. Der erste war Spider-Man 2 im Kino und dann habe ich, glaube ich, X-Men 2 gesehen im Fernsehen. Wir haben den auf Videokassette aufgenommen und ich habe das Ding rauf und runter geguckt. Und dann hatte ich X-Men 1 auf DVD und dann hatte ich X-Men 2 auf DVD und gucke ihn immer noch richtig gern. Ja. Dann meine jetzige Phase. The Avengers. Damit meine ich nicht nur The Avengers, ich meine das ganze Marvel Cinematic Universe damit. Schon allein, weil ich die Filme immer noch mal gucke, bevor ein neuer Film rauskommt davon. Und ich habe neulich mit einem Kumpel gerade einen Marathon gemacht, da haben wir uns von Iron Man 1 bis Captain America 2 alle hintereinander angeguckt. Okay, auf 2 Tage verteilt, aber trotzdem unfassbar anstrengend. Agents of S.H.I.E.L.D. haben wir nicht noch dazu genommen. Hätte ich eigentlich ganz gerne mal gemacht, werde ich auch mal machen irgendwann. Aber ich hatte jetzt einfach keinen Bock, hier die 8 oder 9 Filme, 9 sind es glaube ich jetzt alle hinzuhalten. Ja, also super, alle. Ich finde wirklich alle gut. Also ich fand, da gab es jetzt bis jetzt noch keinen wirklich schlechten Film aus der Reihe. Auch keinen mittelmäßigen, finde ich. Iron Man 1 und Hulk wären wahrscheinlich die, die ich bis jetzt am häufigsten gesehen habe. Und Avengers. Aber es liegt auch daran, weil Iron Man 1 und Hulk auch die ersten waren, die halt rausgekommen sind davon. Dann Matrix Trilogie. Ich habe ja dieses super geile Boxset, worüber ich mega stolz bin einfach nur. Weil ich das richtig billig gekriegt habe bei eBay. Da ist auch Animatrix mit drin und ein Haufen Bonusmaterial und so weiter. Aber als ich das erste Mal Matrix gesehen habe, und jetzt kommt eine kurze Anekdote, da waren meine Eltern gerade nicht zu Hause und meine Eltern hatten ja ihren Videoschrank mit ihren DVDs drin und einen Haufen DVDs, die ich eigentlich noch nicht gucken darf. Und ich dachte, jedes Mal, wenn sie nicht da waren, habe ich mir eine DVD angeguckt. Zum Beispiel Alien habe ich super früh gesehen, Faculty, Blair Witch Project und Matrix, weil mich Matrix immer interessiert hat schon damals irgendwie. Weiß ich auch nicht wieso. Und da war es halt so, dass ich nicht nur den ersten Matrix-Film geguckt habe, sondern alle drei hintereinander. Und deswegen finde ich auch alle drei Matrix-Filme immer noch geil eigentlich. Wobei ich sagen muss, ja, die werden immer schwächer mit der Zeit, aber... Und ich habe Matrix bis jetzt auch richtig oft gesehen. Aber als kleines Kind vor allem richtig oft. Öfter jetzt als Erwachsener, aber das macht immer wieder Bock, Matrix zu gucken, finde ich. Und ich kriege jetzt auch gerade wieder Bock, die zu gucken. Um ehrlich zu sein, wenn ich gerade darüber erzähle. Ich glaube, ich werde mir die mal bald wieder alle anschauen mit Animatrix auch zusammen. Animatrix fand ich auch richtig gut. Würde eine Kritik sich wahrscheinlich drüber lohnen, weil ich über Matrix 1 und 2 und 3, vor allem über Matrix Revolutions, einiges zu sagen habe, was wahrscheinlich viele andere nicht so sagen dazu. Und zu guter Letzt, weil das ist definitiv der, den ich bis jetzt am häufigsten gesehen habe, Der König der Löwen. Wird jetzt wahrscheinlich wenig überraschend sein irgendwie, aber Der König der Löwen haben wir auf VHS-Kassette immer noch, habe ich rauf und runter geguckt als kleines Kind, also von klein auf an wirklich. Und ich gucke den Film immer noch richtig gerne. Der ist immer noch super und das Musical war toll und der Film ist rührend und hat einfach alles. Ich finde, das ist der perfekte Kinderfilm, wenn man es so nimmt. Und ja, das sind so die meistgeschauten Filme, die ich so habe. Ihr merkt, alle Filme, die ich bis jetzt am meisten geschaut habe, befinden sich auch in meiner Sammlung, außer jetzt die anderen Star Wars Filme. Und ich tagge Traxxation, den Filmemann. Lasst mich in den Kommentaren wissen, wie ihr diese Filme hier findet. Ging es euch auch so? Hattet ihr auch diese Phasen? Harry Potter, Star Wars, Herr der Ringe? Bei vielen Leuten ist es ja so, die sind nur für einen von diesen Universen dann irgendwie offen und können mit den anderen dann nichts anfangen. Kenne ich zum Beispiel bei Filmen, die Harry Potter mögen, die können mit Herr der Ringe nichts anfangen. Leute, die Herr der Ringe mögen, können mit Star Wars nichts anfangen und so weiter. Lasst mich wissen, das waren meine Top 10 Filme. Und ich würde sagen, aus!